Hallo Leute und willkommen zur ersten Folge von Ark Hunger Games. Ein PvP-Projekt, das ich mit einem Kumpel von mir mache. Wir werden gegeneinander PvP spielen. Die Regeln sind, jeder hat 5 PvP-Leben. Und wenn die verbraucht sind, dann hat man im Prinzip verloren. Wie oft man im PvE stirbt, das ist egal. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Charakterauswahl und dann geht's jetzt los. Sollen wir sagen, wo oder? Natürlich nicht. Gar nichts sagen, was du machst. Ist ja cool, klar. Die gibt's für ganz Small Island. Ich bin dein Gegner, also ich darf nicht wissen, wo du bist. Ja, gut. Natürlich interessant. Ah, wir haben halt viele Gebiete noch nicht erkundet, wo ich vielleicht erstmal reingeschaut hätte. Ja, das sollst du ja auch nicht. Das kannst du ja im Spiel machen, erkunden. Okay, gut. Also ich wäre bereit. Ja, kannst auf Charakter erstellen klicken. Ja, ich muss auch da Name eingegeben. Jo. Ja, schön. Ich bin natürlich wieder die glücklichste Person der Welt. Ich spawne. In mir drinne 7 Alpha-Wölfe. Das finde ich irgendwie lustig. Geil, würde ich mal sagen, ne? Ja. Oh, ich liebe mein Leben. Jo. Wie gesagt, PvE-Leben zählen nicht. Ist dein Problem. Oh, scheiße, Mann. Ich spawn, bin halt instant tot. So, like, ja. Also ich wäre jetzt da. Ich hoffe, ich werde dich direkt wieder... Ich hör's doch schon wieder, ihr Wölfe. Oh, mir völlig egal, was bei dir ist. Oh Mann. So. So. Lernen wir mal ein paar Engramme. Ja, definitiv. Gott, ich hab das Spiel so lange nicht mehr gespielt. No. Herstellen. Und denk dran, immer die S-Plus-Sachen bauen, ja? Von den ganzen Sachen, wenn es gibt. Alles klar. Die sind immer besser. Oh, ich werde sterben. Was brauche ich dafür? Stein. So, das haben wir. Mein Leben ist eindeutig nicht gesegnet heute. Das ist es nie. Nein, Wölfe! Lass mich in Ruhe! Nein, ein T-Rex! Ich bin am Arsch. Als ob die... So. Lustig, tralalala. Würde man sagen, die Mobs sind ein bisschen overpowered? Nö, sind sie nicht. Oh, scheiße. Was für Level haben sie? 170. Das ist alles gut. 200 ist das Maximallevel. Passt doch. Oh, scheiße, Mann. Ja, am Anfang dieses Aufbauen, ne, ist immer erstmal scheiße. Wenn man ein Haus hat und so weiter und so, dann geht es, ne, aber... Und ein Bett, aber bevor du das hast, ne, ist immer ein bisschen schwierig.
Ach, du willst dich doch auf den Buckel nehmen. Schon wieder einen T-Rex. Ich. Lass mich in Ruhe. Ah, mal, wie lange brauchen die Tiere bitte zum Sterben? Ach gut, okay, 180, da werde ich ewig draufschlagen. Ach, da ist Plus Sachen hier, ja, okay, verstehe. Am Anfang dieses ganze Gelerne hier. Oh. Ganz komplett. Und du scheinst ja auch nicht die beste Gegend ausgesucht zu haben, was ich da so höre. Nee. Mit T-Rex und so, da hast du schon mal Spaß, ne? Schöner waren die 7 Alpha-Wölfe. Die haben mehr Spaß gemacht. Ey, ich glaub nicht, ich hab immer so einen Glück, das ist. Nein, lass mich in Ruhe. Hau ab. Wenn wir dir nichts zu tun haben. Aufstand. Alter, was steht denn hier für ein Baum, ey? Ich habe hier so einen Baum abgeholzt, der ich schlag immer noch drauf, 500 Holz. Was? 600. Okay, läuft. Ich weiß nicht, was das für ein Baum war. Die anderen haben alles nur so 50 gegeben und der auf einmal 600. Der stand schon ein paar Jahrzehnte, dieser Baum. Ja. So in etwa. Was wir eine Storage-Box bauen hier. Oh Gott, dass ich gelandet bin. Brauche ich denn dafür? Ach du Scheiße. Was hier? Jetzt auf die schnelle Kristall her. Ich muss erstmal mich hier. Bin ich denn gelandet? Ah, okay, ich laufe in die falsche Richtung. Oh, der sieht rot aus. Das sieht gefährlich aus. So. Bauen wir mal auf Foundations. Wie viel können wir hier bauen? Erstmal 7. Wir machen mal weg. Stück. Hey, das ist natürlich unlucky, was ich jetzt hier habe. Du hast immer unluck. Das ist ja normal. Ich kenne das Wort Glück nicht. Das ist natürlich craften, da kriegt man auch schöne Level, ne? Erstmal ein Häuschen hier uns bauen. Okay, mein Gebiet ist eindeutig kein gutes Gebiet, um anzufangen. So, packen wir mal in die Storage Box. Wände, wie viele Wände brauchen wir? So, S plus Wall. Ich kann nur 2 herstellen, das fehlt mir.
Los. Wie war das unendliche Tode in... Ja, PvE hast du unendlich, ja. Da kannst du machen, was du willst. Das Problem daran ist, du kommst nie voran, wenn du im PvE permanent stirbst, ne? Wie kommst du drauf? Scheiße, Mann. Ja, natürlich gibt's da vorne einen fucking Revierkampf. Du drückst laut, lass mich in Ruhe. Ich will nur den kleinen Baum haben. So, Wände. Wie viel brauchen wir? Du warst schon raus. Sechs. Nö, ich stell mir schon her. Und pack schon mal das Ganze in die Storagebox. Ich habe ja nicht die Probleme wie du, der permanent fliehen muss, sondern irgendwelchen Viechern, ne? Ich merk schon. 3, 6, 7, 8, 9. Nur 2, 18 Stück. 18 Wände brauchen wir. 18. Nehmen wir her. Dann kommt noch eine Tür und ein Doorframe. Und sechs Dächer. Kann ich nicht machen. Brauche ich wieder Holz. Und Fasern. Brauche ich auch. Okay. So. Sechs Dächer? Ach, fünf kann ich herstellen, jawohl. Toll. Was fehlt dann? Ja! Toll. Oh! Ich hab mit 0,2 Leben überlebt. Ach nein. Leben am Anschlag.
Was kann man jetzt schon bauen, Neues? Wir machen. Wir können einen Bogen. Das können wir bauen. Brauchen wir für Holz und Fasern. Feuerstein. Ja. Oh, es wird schon dunkel. Leider.
Was? Dr. Klaus ist da. Was? Er ist doch gerade Weihnachts-Event. Weißt du doch. Ja, aber das hat mich gerade mega erschreckt. Er gibt doch Geschenke. Also wenn du so ein Geschenk findest, gönn dir. Hab grad bei Dodos gekillt für Fleisch. So, das haben wir wunderbar. Bei mir läuft. Ich enthalte mich. Ja, lieber, ist besser, ne? Weißt du, was ich mache? Weil überall, wo ich gerade spawn, werde ich getötet. Es ist ein Bug. Ich habe hier Kieselsteine, also so Steine zum eigentlich aufheben, ne? Ich kann die nicht aufheben. Ja, manchmal geht das nicht. Das ist normal. Nur weil dein Stein liegt, heißt es nicht, dass du ihn aufnehmen kannst. Ich habe sogar schon Lederrüstung. Ich mir gerade crafte. Oh. Ich hab noch nix. Ich hab ein paar Fasern in den Winter. Das läuft bei dir richtig. So, das haben wir. Wunderbar. Jetzt auch mal wieder hell hier. Anscheinend nicht.
Ja. Ich warte die Nacht jetzt erstmal ab und rauche eine. Sei froh. Ich hab Stein! Endlich. So, wenn du Inventar öffnest, hast du da oben rechts auch den Creator. Creation Finder, ja? Ja. Damit kannst du Kreaturen suchen. Okay. Ja? Für später, wenn du welche tamen willst, ja? Verstehe. Fällt mir nur gerade so ein. Langsam wird's ja wieder hell zum Glück, jetzt. Ja. So, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis morgen und ciao.